Ah, da schaut euch die Abos an, Freunde. 463.000. Wir sind kurz davor, Gold zu gehen. Heute. Das war mein Kohlensäure als Getränk. Werden wir alle NT-Codes holen. Heute in YouTubers Live 2 wird einfach rasiert. Und dann werden wir die Welt retten? Ich habe mittlerweile schon komplett die Übersicht verloren, warum wir das eigentlich tun. Werbeunterbrechung. Fun Fact. Ich habe Anfang des Jahres auf Oprah GX gewechselt, weil ich das bei dem Placement bei einem anderen YouTuber gesehen habe und war übel begeistert. Und nicht mal 3 Wochen später kriege ich selber eine Anfrage dafür. Warum ist Oprah GX besser als jeder Browser, den es sonst gibt? Ohne Scheiß, das beste Feature. Ihr habt an der Seite einfach eine Auflistung aller Socials. Da könnt ihr mit einem Knopfdruck auf Instagram, auf Twitter, auf Discord gehen, aber gleichzeitig noch eure Webseite offen haben. 10 von 10. Ich kann jetzt viel besser alle meine Discord-Nachrichten beantworten. Was auch noch geil ist, ihr seht instant, auf Twitch live ist, weil es eine großartige Twitch-Integration gibt. Das heißt, es gibt auch keine Ausreden mehr, dass ihr nicht mitbekommt, wann ich live bin. Und wenn ihr vielleicht einen nicht so leistungsstarken PC habt, könnt ihr bei Oprah GX auch einstellen, wie viel Prozessorleistung oder Arbeitsspeicher er verwenden soll. Das heißt, ihr könnt auch euren Browser drosseln, damit ihr in euren Games einfach die krassesten FPS habt. Und das Ding gibt es auch noch in der Mobile-Variante. Dann könnt ihr auch wunderschön zwischen Smartphone und PC hin und her eure Tabs switchen. 10 von 10. Und das Ding ist kostenlos. Also ladet euch das runter, überzeugt euch. Ich nutze das seit über einem Monat. Ihr habt es auch in meinen Streams gesehen. Und jetzt viel Spaß mit YouTubers Live. Denn da muss ich auch noch Placements annehmen. Das war die Werbung. Wir müssen noch Fotos mit Leuten machen, die einen Hashtag in der Fresse haben. Für Siggi, den Surferboy. Und wir müssen spannende USB-Stick-Videos machen. Deshalb, der erste Blick aufs Handy. Haben wir einen USB-Stick-Trend? Ja, haben wir. Hashtag der große Hit am Dock54. Und am Dock54 werde ich nicht reingelassen, weil da werden die YouTuber mit Goldstandard reingelassen. Okay, dann werde ich jetzt auf jeden Fall Menschen mit einem Hashtag suchen. Ich glaube, das ist das Sinnvollste. Oder wir können uns tatsächlich überlegen, ob wir noch am Goldstandard arbeiten. Denn Game-Streaming ist aktuell sehr, sehr, sehr beliebt. Und Gun of Duty ist gerade auch sehr beliebt. Dann können wir uns doch einen Stream mit Gun of Duty machen und daraus ein Video schneiden. Damit dürften wir reich werden und berühmt. Gun of Duty, Freunde, da ist es. So, das Ganze läuft auf einer Nikosoft 180 Konsole und ich weiß gar nicht, ob ich die habe. Ja, habe ich. Ja, wunderbar, dann habe ich sie vollkommen umsonst gekauft, kein Problem. Wir packen Gun of Duty rein und werfen einfach direkt den Stream an. So, schön bisschen Gun of Duty. 317.000 Zuschauer, das kann sich sehen lassen. Schaut euch mal diese Trends an. Und natürlich speichern wir uns das Video und daraus machen wir jetzt ein Baba-Video und dann wird's einfach schon wieder schmackhaft. Und vielleicht, wirklich Gerüchten zufolge, wird mein PC hiernach nicht rauchen. Nein. So, und da clickbaiten wir jetzt ordentlich rein, denn wir haben 2 rote Hashtags. Freunde. 64.000 Likes. Es ist gottlos. Zu freaking mild. Und jetzt gehe ich noch weiter nach Leuten mit Hashtags suchen, weil ich brauche 5 Stück von denen und ich habe noch nicht mal eine einzige Person gefunden. Hey Babe, wir können sie küssen. Was geht? Oh Gott, ich brauche echt mal dringend einen neuen Style. Oh mein Gott, es bringt nicht mal was. Wir können sie einfach nur küssen, so weil Baum. Oh, was geht jetzt ab? Oh mein Gott, Edgar, was geht, Bro? Hey. Tut mir leid, dass ihr diese Zeit hergebeten habt. Ich wollte dir sagen, dass... Hast du das gehört? Oder was? Wie ich schon sagte, wollte ich dir sagen, dass der Hut, den du mir gegeben hast, nicht funktioniert. Es waren keine Gedankenhacker, die versucht haben, in meinen Kopf zu kommen. Jemand verfolgt mich tatsächlich. Ich höre diese Geräusche im Untergrund, wo ich auch gehe. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich glaube, es ist eine Kanalisation. Ich weiß doch schon, was das ist. Gehen wir rein. Eine tolle Idee, aber wie? Ich werde heraus, wer mich verfolgt, aber dazu brauche ich deine Hilfe. Ich habe mir später einen Plan einfallen lassen, aber machen wir jetzt erstmal vom Acker. Die Kanalisation hat Ohren. Ja, ich war da unten schon, Bro. Treffen wir uns hier? Nee. Was wird denn das jetzt? Erst will er unsere Hilfe und jetzt sagt er so, Bruder muss los. What the hell? Und ich habe natürlich keinen Bewohner mit einem Hashtag gefunden. Ich check noch nicht so ganz, wie sich das Spiel das vorstellt. Aber wir gehen jetzt ins Bett, weil der nächste Tag wird ein Freitag und freitags... ich vergesse mal wieder, dass diese wunderschöne Frau in unserem Bett liegt. Und freitags ist die Verkäuferin am Strand da. Und wir haben neue Chancen, ne, diese wunderbare Holzkiste zu finden, ne, die Katja in der Kanalisation braucht. Und was es mit Edgars Verfolgungswahn auf sich hat, weiß ich auch noch nicht, Freunde. Wir brauchen aber die 500.000 Abonnenten, damit wir diesen Goldstandard erreichen. Und das müssen wir jetzt auch attackieren. 100.000 Abonnenten ist machbar. Gun of Duty ist wieder am Start. Seltsame Dinge. Und ansonsten ein USB-Stick ist auf jeden Fall nicht am Start. Da machen wir erstmal ein Video über Gun of Duty und dann vielleicht noch eins über Space Cup. Das ist, glaube ich, so ein Retro-Spiel. Und diesen seltsamen Ding gehen wir auch noch auf die Spur. Eins nach dem anderen. Erstmal Gun of Duty reinhasseln. Oh mein Gott, hier ist wieder Baba Clickbait mit grüner Sichtbarkeit. 5 Gründe über Gun of Duty zu reden. Das ist Clickbait. Über Gun of Duty reden ist schon Clickbait. Ist mir egal. 48.000 Daumen nach oben. Wir sind unaufhaltsam. Oh, ich habe 64 Fähigkeitspunkte. Und mein PC raucht.
Egal, wir werden jetzt erst unsere Fähigkeitspunkte ausgeben. 64 sind insane. Das ist wirklich, wirklich, wirklich viel. Mit der Audiobearbeitungsstation kannst du den Sound jedes Livestreams verbessern, die Bewertung der Clips erhöhen und die Aufnahme um einen Stern verbessern. Ja, rein da. Das klingt großartig. Muss ich die noch kaufen? Wahrscheinlich, ne? Und hier Workshop. Lass die Bearbeitungsstation die Arbeit für dich erledigen und deine Videos automatisch bearbeiten. Ja, let's go. Instant rein da. Das bräuchte ich auch im Real Life. Ey, wie sick das wäre. So, und dann pushen wir jetzt direkt nochmal hier diese Audioaufnahme. Hä, wie krass ist das denn? Was, wenn ich das hier reinstelle, dann mache ich krasse Streams, oder was? Oder, okay, ich bin sehr gespannt, was das wird. So, und das ist die Videobearbeitungsstation, die das irgendwie von alleine macht, oder? Aber ich habe doch hier drüben auch eine, aber naja, passt auf. Wir stellen die jetzt auch noch hier hin. Oh, die passt leider nicht, dann machen wir es so. Und die können jetzt die Videos von alleine schneiden, aber raucht dann da mein PC auch ab, oder nicht? Oh mein Gott, der RAM-Riegel mal wieder. Okay, da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich habe ja noch zwei Videos auf Platte. Kann mir das jetzt automatisch geschnitten werden? Ja. Hä, wie sick ist das denn? Okay, und was ist bei der Audio-Ding? Wenn ich jetzt das hier reinhaue? Der Vorgang dauert 8 Stunden. Ja, rein damit. Ah, lol, ich mache das einfach die ganze Zeit. Ach, in-game vergehen ist 8 Stunden. Nee, der macht das automatisch. Hä, wie geil. Oha, das ist so sick. Ein anonymer Zeuge behauptet, dass ein USB-Stick mit Aufnahmen des Diebes von YouTube City gesehen zu haben, in der Nähe von AirTag. Oh mein Gott, in einem USB-Stick, Freunde. Ein USB-Stick, ein USB-Stick. Rein da. Irgendwo hier. Da, hier ist ein USB-Stick. Let's go. Oh mein Gott, Freunde, das ist so strong. Schnell ein Video dazu aufnehmen. Verdammt, das ist der falsche USB-Stick. Das ist irgendwas mit einer Quantentechnologie für Kinder. Bruder, welches Kind interessiert sich denn für Quantentechnologie? Wo ist denn jetzt der Stick mit den Diebstahlplänen oder was auch immer? Okay, ist hier vielleicht noch einer? Oder ist der bei AirTag drin? Das kann halt auch sein. Ich glaube, wir suchen einen blauen Stick. Der Hashtag war blau. Ich glaube, da ist einer. Oh ja. So, schön auf erotischer Basis den USB-Stick einführen. Und dann direkt ein Video aufnehmen. Einfach einen entspannten Kommentar. Und das Video kann ich ja jetzt sogar theoretisch cutten lassen, oder? Automatische Bearbeitung. Hier der Kommentar. Dauert auch 8 Stunden. Shit, habe ich... Nee, ich habe keine 8 Stunden mehr. Das Ding muss heute noch raus. So, das Video veröffentlichen wir. Da können wir auch wieder ein bisschen gegen unsere aktuelle Clickbait-Kultur gehen. Ich hab euch alle lieb, nennen wir das. Weil ich habe ja wirklich alle. Na, so ein bisschen habe ich sie ja schon lieb. So, selbst so ein Gammelvideo macht einfach 32.000 Likes. Das ist krass. So, und damit dürften wir das dritte Hashtag-Video, USB-Stick-Video gemacht haben. So sieht's aus. Es geht voran. Und wir waren noch gar nicht am Strand, um zu gucken, ob die Holzkiste da ist. Oh boy, oh boy. Holzkiste, 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 Holzkiste. Das sieht mir in keinster Weise nach einer Holzkiste aus. Ich bin trotzdem der Meinung, dass es keine Hashtag-Menschen gibt. Sie existieren einfach nicht. Hey Babe, ich habe heute ein USB-Stick-Video gemacht. Ansonsten war es eigentlich ein nicht so erfolgreicher Tag. Ich glaube, das liegt daran, Freunde, dass sie uns nicht umgezogen haben. Wir machen es jetzt richtig schick, so richtig sexy. Wir können einfach eine Eulenmaske aufziehen, what the hell. Wir machen es einfach so richtig hübsch und dann treffen wir einen Hashtag-Menschen nach dem anderen. Na, wir ziehen jetzt hier wieder schön Anzug, Krawatte an, aber mit weißem Oberteil, ne? Damit können mehr Leute was anfangen. Und dann bin ich auch schon zufrieden, ne? In der Schlichtheit liegt die Kunst. Und jetzt werde ich morgen durch die Stadt fahren und eine Hashtag-Geschichte der Menschen nach der anderen fotografieren. Und die Holzkiste ist auch am Strand. Und wir haben schon 431.000 Abonnenten, Freunde. Wir machen das. Wir werden in die Goldliga aufsteigen. Und dann komme ich auch auf dieses gottverdammte Boot. Omni-Cheat, schon wieder ein USB-Stick. Heute ist unser Tag, denn die USB-Sticks machen, was ich mag. Okay, was geht ab? Warte mal, aber hier, hier ist es so ein Video mit Audiobearbeitung fertig, oder? Sehe ich das richtig? Ah ja, schaut mal. Aufnehmen einfach um 2 Sterne verbessert. Yo, what the hell? Okay, aber jetzt gucke ich kurz nach. Breaking Evil von den Honeyplay Studios ist gerade hier voll im Trend. Pass auf, dann kaufen wir uns das und dann lassen wir unsere automatische Videoschneidemaschine. Och nee, nuklearer Regen schon wieder. Das Ganze cutten. Ich glaube, das ist das Sinnvollste. Breaking Evil, bist du es? Jawollo. Ja, damit. So, Video aufnehmen. Für welche Konsole ist denn Breaking Evil überhaupt? Ah, hier. Für die Honeyplay Studios One, genau. Zack. Jetzt machen wir sogar dieses Ersteindrucksvideo. Es ist sogar noch ein kleiner Trend. 3 Sterne. Das ist okay. Wir könnten es jetzt sogar noch in die Audiobearbeitung ballern, aber das dauert ja irgendwie 8,5 Stunden, ne? Ich glaube, das wäre dann vielleicht ein bisschen zu viel. So, dann haue ich jetzt das in die automatische Bearbeitung. Ihr erster Eindruck Breaking Evil. Rein da. Und jetzt ist das heute Abend, wenn wir heimkommen, fertig. Und dann können wir es hochladen. Hehe. Holzkiste überprüfen. Leute mit Hashtag.
Hashtag suchen und den USB-Stick suchen. Okay, bei der Kanalisation ist sogar auch ein USB-Stick. Und beim Spicy Ren ist auch ein USB-Stick. Wir können die USB-Stick-Quest heute fertig machen. Ich muss beide finden. So, einer muss in der Kanalisation sein, aber da kommen wir hin. Da ist er, da ist er. Ist das dieser Poltergeist? Stick, ist der das? Let's go. Stick Nummer 1. Natürlich gibt es keine Holzkiste am Strand. Ist ja ganz klar. Und hier muss der andere USB-Stick liegen. Das müsste der sein. Der muss irgendwas mit Omni-Cheat zu tun haben. Let's go. Wir kriegen die Quest fertig. So, dann als erstes Omni-Cheat rein in die Masse. Wir müssen jetzt die ganze Nacht durch aufnehmen. Wir veröffentlichen jetzt innerhalb kürzester Zeit 3 Videos. 2 Kommentarvideos zu den USB-Sticks und dann noch das Gaming-Video, was ich in der automatischen Schneidestation drin habe. 4 von 5 nennen wir es. Absolut beschissen bearbeitet. Ich habe mir auch gar keine Mühe gegeben. Mein PC raucht, ist mir auch vollkommen egal. Das Video muss online. Trotzdem 28.000 Daumen nach oben. Wie auf diesem Video. Geil! So, dann ganz kurz hier den kaputten Shit ausbauen. Direkt neu bestellen. Und dann gleich das zweite Video aufnehmen. So, Gon Bao in die Fresse. USB-Stick in den PC. In der Zwischenzeit schon das andere Video veröffentlichen. Oh mein Gott, das ist so sick. Hier einfach kurz mit einem wunderbaren Clickbait-Titel. Ist ja auch vollkommen egal. Hauptsache, das Ding schallert ins Netz. Und dann gehen wir gleich wieder rüber. Da, 35.000 Daumen nach oben. 3 Videos an einem Abend. Das ist der Lifestyle. Und dann jetzt hier gleich den Kommentar zu dem Poltergeist oder was auch immer das war aufnehmen. Rein in die Masse. 5 Sterne easy. So, raus damit. Ich nehme auch nicht mal einen Clickbait-Titel. Ich nenne es einfach 5 Fnüff. Okay. Aber damit dürfte die USB-Stick-Quest endlich fertig sein. Und habt ihr es gesehen? Mein RAM-Riegel ist schon da. Halt dein Maul. Amazing On liefert einfach nachts innerhalb von 2 Stunden. Zu stabil. So. Und ich glaube, das war's mit den USB-Sticks. 5 von 5, Freunde. Wir haben den nächsten Atomcode. Und meine Frau ist nicht nach Hause gekommen. Die geht mir fremd, oder? Die hat mir nicht Bescheid gegeben. Ah, da schaut euch die Abos an, Freunde. 463.000. Wir sind kurz davor, Gold zu gehen. Okay, auf die USB-Stick-Hashtags muss ich nicht mehr gucken. Ich bin tiefenentspannt. So, ganz kurz ein Resident Evil. Ich meine natürlich ein Breaking Evil-Video aufnehmen. Das nehme ich im Trend. Und in die automatische Schneidestation packen. Okay, die Aufnahme war nicht so sexy, muss ich sagen. Passt auf. Dann packe ich die in die Audiostation und schneide das einfach heute Abend selber. Weil dann habe ich nämlich mehr Sterne auf meiner Aufnahme. Und das Bearbeiten geht ja schnell, wenn ich abends nach Hause komme. Wunderschön. So, dann gehen wir uns jetzt mal den 3. NT-Code holen. Und wir müssen wieder am Strand nachgucken, ob die Holztruhe da ist. Rolltreppen, 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 Rolltreppen. Da wird nie eine Holzkiste sein. Ich schwöre bei Gott, da wird nie eine Holzkiste sein. Das Problem ist, ich kann mir den Code nicht holen, weil der Laden geschlossen ist. Und auf der Karte ist Adam auch nirgendwo zu sehen gewesen. Und es gibt keinen Menschen mit einem Hashtag über dem Schädel. Ich weiß nicht, wie diese Quest gehen soll. Oh, Adam ist aber hier bei den AFK-Turnieren. Das ist schon mal was. Also wirklich, das ist so frustrierend. Wie willst du eine Quest schaffen, die von dir eine Sache erfordert, die im Spiel quasi nicht existent ist? Was soll das? Yo, Adam, was geht? Ich habe deine Quest geschafft mit den USB-Sticks. Okay, ich kann die hier nicht abgeben bei den AFK-Turnieren. Wahrscheinlich muss da irgendwas anderes passieren. Oh mein Gott, sie ist einfach am Zocken. Gebt euch mal diese wunderschöne Frau und sie zockt einfach in unserem Gaming-Setup. Wir haben einfach den Traum eines jeden Keller-Gamers erreicht. Ich sag's, wie es ist. So, liebes Gameplay, du wirst jetzt noch von mir geschnitten. Ja, aber der Plan ist jetzt wie folgt. Wir holen uns jetzt morgen von Adam für unsere USB-Stick-Quest den 3. NT-Code ab. Das Problem ist ja auch noch, dass wir jetzt erstmal auch die Holzkisten-Quest nicht schaffen können, weil diese komische Frau, die diese Kiste eventuell verkauft, immer nur Freitag bis Sonntag kommt, wodurch wir auch keine Chance haben, da irgendwas, die Quest mit voranzubringen. Und wenn wir jetzt dann noch gleich den Goldstandard erreicht haben, dann bin ich echt aufgeschmissen. Ich weiß nicht, was ich da noch tun soll. Wir kassieren jetzt einfach nochmal ganz kurz die entspannten 41.000 Likes, ne? Ist ja mittlerweile Standard. So, und ich weiß es gar nicht. Ich habe hier noch einige Fähigkeitspunkte. Wie viel brauche ich denn, um meine automatische Schneidestation zu verbessern? Aha, kann ich! Die Zeit für die automatische Videobearbeitung wird um 25% reduziert. Das kostet 60.000 Cash. Jo, das ist mein ganzes Konto. Rein da. Ich würde sagen, ich hüpfe ins Bett und morgen wird hoffentlich ein guter Tag. 485.000 Abonnenten, Freunde. Wir machen die 500k. Gut gemacht. Du hast die Koordinaten der Erfindung entschlüsselt. Die Polizei sucht in diesem Moment, um sie dem Doktor zurückzugeben. Nimm einen NT-Code. Yeah! Und der hat gleich noch eine Quest für uns? What the hell? Was ist denn jetzt los? Ich habe Informationen über die letzten Angriffe auf YouTube gesammelt. Das wird die Hacker nicht aufhalten, aber es wird ihre neueste Bedrohung vernichten. Bist du bereit zu streamen, um die Informationen zu veröffentlichen? Schließ den USB-Stick einfach an deinen Computer an und streame Just Chatting. Ja, okay. Haben wir ja
doch noch was zu tun. Ah, wir haben den dritten NT-Code, Freunde. Das ist so strong. So, den USB-Stick wieder erotisch einführen und dann den Just-Chatting-Stream über die Hacker starten. Sehr schön. Und wir haben, glaube ich, unser Just-Chatting-Streaming auf Level 2 gebracht. Also, das Level 1-Ding hier ist vollständig. Okay, pass auf, das Video speichern wir. Das haben wir gleich in unsere automatische Cutting-Maschine, wenn wir die schon haben. Warum nicht? Just Chatting. 3 Stunden dauert das nur? Das ist immer übel geil. Und dann holen wir uns noch ganz kurz die Belohnung bei Adam ab. Und dann bringen wir den NT-Code dahin, wo er hin soll. Yo, Adam, bist du happy mit mir? Wow, du bist mutiger, als ich dachte. Erst Dankeschön, schenke ich dir eine meiner Lieblingsmasken. Okay. Alter, warum kriege ich eigentlich so viele Masken geschenkt? Haben die keine normalen Klamotten oder so? Einfach die Anonymous-Maske. Ja, moin. So, Freunde. Rein mit dem NT-Code. Let's go. Zack. 3 von 5. So, jetzt noch kurz das Video veröffentlichen. Das ist nämlich schon fertig. Oh mein Gott, schaut euch mal diese Clickbait-Raten an. Grüne Streifen sehen immer sexy aus. So, und ohne was zu tun, kurz ein Video mit 27.000 Likes nach oben geschallert. War auch schon mal besser, aber die Trends sind auch nicht so Bombe, muss man sagen. Und dann hüpfen wir jetzt ins Bett und morgen wird ein guter Tag. Oh, 494.000 Abonnenten. Okay, ich habe was über diese Hashtag-Leute rausgefunden. Und zwar über diese Hashtag-Leute, die wir fotografieren müssen, ne? Da wird drüber gepostet auf Insta Live. Das heißt, wenn wir jetzt auf Insta Live gehen, dann müsste jetzt hier so ein Post sein. Die Freundin der Cousine des besten Freundes meines Klassenkameraden sagt, dass sie Kreditgeber in der Nähe des Hafenviertels gesehen hat. Und genau das brauchen wir. Und ich finde hier im Hafenviertel diesen Kreditgeber nicht, Freunde. Das ist wirklich die größte Trash-Quest, die existiert. Ganz, das ist so schwer, hier irgendwas zu finden. Hier, Kreditgeber. Oh mein Gott. Ich habe jetzt fast den ganzen Tag gesucht. Holy shit. Und gilt das jetzt als eine dieser spannenden Quests? Ja. Das heißt, einfach noch jeden Tag einfach nur Insta-Live überprüfen, ob es eine spannende Person gibt. Und wenn nicht, instant wieder pennen gehen. Und ab Donnerstag schauen, ob es eine Holztruhe gibt. Das ist jetzt einfach nur noch grinding as shit. Und wir brauchen eigentlich nur noch ein Video, um die 500.000 zu machen, ne? Also, das muss man jetzt auch mal festhalten. Habe ich noch irgendwas auf Platte? Automatische Bearbeitung? Ja, ich hab noch hier so einen Vlog. Pass auf, den cutten wir jetzt einfach und den veröffentlichen Belli, was geht ab? Seid ihr gut drauf oder was? Veröffentlichen wir gleich morgen früh. Verdächtig robotisch. Ist auch wieder so eine Person dran, Freunde. Das ist auch wieder so ein Kopf. Wer ist verdächtig robotisch? Aber jetzt kurz dieses Video hier veröffentlichen, auch wenn es null Trenden wird. Aber das kann es über die 100.000 bringen. 500.000. Adam, mein Brain. Yo, 32.000 Likes. Das ist für so ein absolutes Schrottvideo. Echt okay. Ich habe ein Foto mit verdächtig robotisch in der Nähe des Wohngegendviertels gemacht. Wohngegend ist da, wo ich bin? Nee, Wohngegend ist hier drüben. Okay, hier drüben gibt es irgendwo einen Roboter. Rein in die Masse. Hier ist er. Verdächtig robotisch. Warum auch immer. Warum ist dieser Typ verdächtig robotisch? Und warum hat der Typ seine Fresse in meiner Kamera? Aber ist mir egal, Freunde. Weil, wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, ist das jetzt hier Foto 2 von 5. Es ist großartig. Und Freunde, schaut auf den Abonnenten-Counter. Schaut auf den Abonnenten-Counter. Wir machen 300 Subs bei diesem Video. Pro Tick da. Das ist ja ehrenlos. Wir haben die 1 Million. Yes! Bin ich jetzt Goldliga? Ich gehe jetzt nämlich einfach ins Bett, weil dann ist auch wieder Donnerstag und dann ab Freitag können wir auch wieder nach der Holztruhe grinden. Wir schließen diese Quests jetzt ab. Ab ins Bett, Freunde. Oh mein Gott, wir können noch Diamantstatus erreichen. Wir haben das Goldabzeichen bekommen. Wir können noch Diamant werden für 1 Million. Holy shit. Da ist er, der goldene Playbutton. Okay, den muss ich jetzt instant hier irgendwo platzieren. Direkt hier in der Facecam, wenn wir hier neue Gaming-Videos aufnehmen, Freunde. Zack, sehr schön. Okay, und dann bauen wir jetzt noch den Kollegen hier ab, damit man hier auf jeden Fall, so, den wählen wir aus und packen ihn ins Lager, damit immer der goldene Play-Button im Hintergrund ist. So, wir schauen wieder hier vorbei. Ist das die Truhe, die ich brauche? Ist das die Truhe, die ich brauche? Let's flipping go! Ab damit in die Kanalisation, Freunde. Auf geht's! So, wunderbare Frau, ich hab deine Truhe. Danke. Jetzt, wo mein Haus aufgeräumt ist, werde ich mehr Platz zum Tanzen haben. Aber wir müssen noch besser befreundet sein, damit ich deinen Code bekomme. Junge Frau, jetzt machen wir erstmal ein Foto. Dann hast du mich vielleicht noch ein bisschen mehr lieb. Oh mein Gott, wir sind schon auf 2 Herzen mit ihr. Let's go. Und jetzt schenken wir ihr noch hier irgendeine Actionfigur, die ich hab. Das ist nichts für dich. Okay, alles klar. Dann nimm hier diese Nikosoft. Yeah. So, aber auf 3 Sterne müssen wir sie kriegen. Oh, 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 neuer Hashtag im Hafenviertel. Let's go. Das sind einfach immer irgendwie, die habe ich letztes Mal bei Kreditgeber fotografiert. Und jetzt sind das einfach Kultpriester. Was zur Hölle? Aber soll mir recht sein, Freunde, das ist nämlich Foto 3 von 5. Oh yeah, hier direkt vor unserer Tür ist Hashtag Foto 4 von 5. Und hier, Freunde, diese Frau ist warum auch immer ein Unruhestifter. Und unser letztes freaking
Foto! Und jetzt wollte ich das Foto bei dem Kollegen abgeben und der Typ ist einfach nicht auf der Karte zu finden. Die verschwinden manchmal einfach, die despawnen. Freunde, beim nächsten Mal werden wir uns den 4. NT-Code abholen und dann werden wir uns auch mit Katja befreunden, ne? Und dann alle NT-Codes beisammen haben und ich weiß nicht, was für crazy shit da passiert, aber wir werden es rausfinden, ne? Seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hier oben ist noch ein bisschen Mario Maker Action, falls ihr euch dafür interessiert. Es ist mal wieder salzig geworden. Ihr seid es von mir gewohnt. Danke fürs Zuschauen.